Moin Leute, was geht? Wir spielen heute wieder Schach und zwar machen wir mal wieder Puzzle Storm. Ja, es ist wieder soweit. Oh, ich weiß, Puzzle Storm wird ein bisschen kontrovers diskutiert in Userkreisen hier. Ich wollte hier eigentlich die Punkte irgendwie schöner einblenden, kann man jetzt nicht so gut, ist egal. Also, ja, ich denke ja auch, es ist ein etwas oberflächliches Schach, aber es erzieht einen ganz gut dazu, schnell Züge zu machen, schnell irgendwie Chancen zu sehen, irgendwie leichte Motive zu erkennen. Und ganz ehrlich, je weiter man kommt, desto schwieriger wird es ja auch. Und ja, mein Rekord 16, den habe ich diese Woche schon mal geknackt. Ja, oder erreicht, besser gesagt. Ich will mal über diese 16 hinauskommen. Und deswegen diese Runde. Ich fühle mich relativ gut eigentlich. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal eine Runde so ein bisschen versemmeln, aber dann so die zweite oder dritte, wer weiß. Vielleicht laufe ich da zur Bestform auf, werden wir gleich erfahren. Auf die Plätze, fertig, los. Ich bin schwarz. Das ist hier, es ist glaube ich nicht gut. So. Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Vielleicht doch so, ne? Figur gewinnen. Ja. Spricht was dagegen, hier zu schlagen? Geht der dahin? Machen wir, ne? Dann. Läufer und Turm. Mehr nicht. Was soll ich denn hiermit anfangen? Sorry, aber ich sehe nichts. Ich glaube, ich muss den versemmeln. Ich sehe nichts. Oh, Freunde. Ah, hier ist Schach gewesen. Das habe ich nicht gesehen. Ach, Gott sei Dank, ich habe es noch gelöst. Eieiei, hat aber viel zu lange gebraucht. Ist das richtig? Jetzt weiterzugehen? Und dann? Oh Gott, ich brauche zu lange. Immerhin, bisher noch keine Fehler gemacht. Nein! Kaum habe ich es gesagt. Boah, ey, was für eine Stellung. Ich wusste, ich werde es heute. Ich werde es wahrscheinlich nicht fertig kriegen. Ich. So? So. So. Okay. Ich sehe es nicht, ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Da oben. Uff. Das hat auch wieder gedauert. Okay. Ich hab's ja gesagt. Ich hab's gesagt. Waren alle richtig? Einen hatte ich falsch. Genau. Einer war falsch. Was habe ich hier gespielt? Da war meine Überlegung. Ich sage Schach. Und habe einen verdeckten Angriff auf die Dame, aber ich muss das Schach da geben. Das war mein Fehler. Weil, wenn ich hier Schach sage, dann schlägt mich die Dame raus. Und hat dann sich selbst in Sicherheit gebracht und auch noch das Schach aufgelöst. Hier wäre richtig gewesen. Ja, okay. Idee war die richtige, Umsetzung war die falsche. So ist das halt manchmal, wenn man
Zeitdruck hat. Okay, 10 Punkte. Finde ich jetzt für den ersten Durchlauf eigentlich sogar ganz passabel. Also, versuchen wir jetzt mal ein bisschen einen Gang hochzuschalten. Bin ich immer schwarz? Mir fehlt dabei immer die Ruhe. Aber ich glaube, ich habe immer die gleiche Farbe, oder? Ich weiß das nicht so richtig. Das geht mir zu schnell immer. Ich bin manchmal irritiert. Wer bin ich überhaupt? Ich würde sagen, das gewinnt mir ein Turm, ne? Fangen wir an. Auf die Plätze, fertig. So, ich bin anscheinend die ganze Zeit schwarz. Ist doch gut. So wollen wir das doch. Okay, was mache ich gegen das Schach? Okay. Warum schwer, wenn es auch einfach geht? Okay. Sag bloß, ich muss rochieren. Ist alles so weit weg hier, aber ich rochiere doch jetzt nicht. Ist alles viel zu weit weg? Keine Ahnung, was das sollte. Dann wieder hier Schach. Ist, glaube ich, nichts gewonnen. Kriege ich hier was gegabelt? Ja, ich glaube schon. Nein, war falsch. Okay. Für sowas bin ich dann doch zu schlecht, um es kurz zu sagen. Ah, okay, verdeckter Angriff. Erst die Dame. Hier ja, so. Boah, das war nicht schlecht. Einfach mal Schach sagen, ohne so ganz genau zu wissen, wohin die Reise gehen soll. Oh Mann, ja. Nein, da habe ich mich vertan. Jetzt war es das. Aber immerhin, ich bin bei 12. Vielleicht schaue ich noch einen. Das war schlecht. Was jetzt? Was jetzt? I have no clue. Ah, Läufer schlagen. Einmal schnell checken. Nur so für Blöde. Warum nicht sofort schlagen? Was ist daran falsch? Okay, verstehe. Wir nehmen noch einen Bauern mit. Und er kann natürlich hier nicht nehmen, weil er noch gedeckt ist. Naja, ist okay, ist okay. Hatten wir hier noch zwei, drei Fehler. Was war hier? Das war die Aufgabe von. Nee, die sieht so ähnlich aus. Hatte ich den nicht am Anfang sogar richtig? Nee. Ah, spannend. Was ist denn hieran so falsch? Ja klar, ist ja nicht gedeckt, ne? Ich bin, glaube ich, nur in die zweite Reihe statt auf die Grundreihe gegangen. Nee, Quatsch. Ich bin doch gedeckt vom Turm. Was soll er denn machen? Ach so, mit der Dame schlagen. Klausi, mehr Fokus. Ich bin immer noch so voll auf Adrenalin hier.
Schnelle Lösung. So, irgendwo war noch ein Rätsel, wo ich gedacht habe, es wäre eine Gabel. Aber lass uns erstmal weiter gucken. Was war hier die Antwort? Was haben wir denn hier? Also hier wäre, glaube ich, nur ein Feld möglich. Aber was spricht denn gegen dieses Feld? Das geht auch. Also Dame bedrohen. Das war ja falsch, ja. Und so war es natürlich auch falsch. Das könnte ja der König einfach nehmen. So, das war anscheinend richtig. Muss ich das sehen? Okay. 1191 ist die Wertung. Könnt ihr das sehen hier? Wenn ich jetzt den Springer hier entziehen könnte, was ich aber nicht kann. Das könnte Schachmatt sein. Das in der Eile zu sehen, finde ich schwierig. Drei Züge. Bauern, den König herumtreiben. Vor allem, also mir war nicht klar, er kann doch auch dahin. Und was dann? Wie mache ich dann Schachmatt? Auch so? Wahrscheinlich. Das ist Matt in 1. Deswegen geht er dahin, das ist Matt in 2. Boah, also das in einem Puzzle Storm zu erkennen, finde ich ein bisschen schwer, muss ich echt sagen. Klar, so wenn man Zeit hat, kriegt man das raus, aber ich war halt vorher die ganze Zeit mit dem Springer hier zugange und das war halt falsch. Naja, gut. Was war die andere Aufgabe, die ich falsch hatte? Hier wollte ich, glaube ich, genau, hier wollte ich den Turm opfern und dann dahin. Ja, das hätte sogar irgendwie geklappt, wenn natürlich die Dame auch hier hingeht. Was natürlich nicht gesagt ist, außerdem ist hier noch ein Springer drauf. Aber immerhin habe ich diese Anordnung gesehen. War jetzt im Eifer des Gefechts falsch, aber okay, gibt Schlimmeres. Jedenfalls hier den Turm hinstellen ist falsch. Was tun? Schlagen, schlagen, schlagen mit Schach. Dauert meines Erachtens auch viel zu lange für so einen Puzzle Storm. Stimmt auch nicht. Naja, okay, das habe ich nicht gesehen. Genau, das sind so typische Puzzle Storm-Aufgaben. Okay. Ich muss mal so einen Blick mir antrainieren, dass ich erst alle Figuren im Blick habe. Dass ich mich nicht schon so auf eine Figur festschieße, sondern dass ich auch einmal sehe, okay, hier ist eine Dame, die dem König gefährlich nahe kommt. Aber andererseits bei Puzzle Storm ist eigentlich immer gut zu gucken, wo ist meine Dame? Was kann ich mit der machen? Und dann, wo sind Springer? Und dann, wo sind Läufer? Und dann, wo sind Türme? Das ist so meine Reihenfolge. Weiß nicht, wie ihr da vorgeht, aber das ist, glaube ich, immer ganz in Ordnung. Was ist das jetzt hier? Ist das von vorhin gewesen? Ja, und jetzt Dame schlagen, genau. Okay. Aber wie gesagt, ich komme langsam in Form. Das waren immerhin zwei Aufgaben mehr, die ich geschafft habe. Insofern, neues Spiel, neues Glück. Das ist bei mir witzigerweise immer so. Man muss erstmal langsam reinkommen. Und los geht's. So, ich bin immer noch weiß.
Doppelangriff. So. Kann man alles mal so machen. Wandeln wir um. Ja. Das könnte was werden. Machen wir, ne? Nehmen wir. Was machen wir hier? Opfern wir. Für ein Matt tut man doch alles. Verdeckter Angriff. Ah, wo wollen wir hin mit dem Springer? Ich sehe kein Feld für den Springer. Wohin wollen wir? Das ist gut. Ja, bam, ich hab's gefunden. Opposition. Na, falsch. Und nun? Hängendes Pferd. Ah ja, cool. Wieder verdeckter Angriff. Gehen wir hier hin. Oder dann. Das ist gut. Erst hier für Stress sorgen und dann kommt die Dame. Was ist hier? Weiß nicht. Könnte das stimmen? Sieht irgendwie falsch aus. Sehe ich noch was anderes? Vielleicht direkt so? Nicht schlagen. Ja. War ein bisschen ins Blaue hineingespielt, muss ich zugeben. Und nun. Ich bin im Schach. Ah, 15. Eieiei. Okay, knappe Angelegenheit. Ah, wir haben es heute nicht geschafft. Wir sind am Ende des Clips angekommen. Es tut mir leid. Drei Durchgänge haben nicht gereicht, um mich in Topform zu bringen. Naja, hoffen wir mal, dass es beim nächsten Mal besser wird. Drückt mir die Daumen und seid auch beim nächsten Mal dabei. Macht's gut. Tschüss.